Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Hubers Meisterwerke Teil 5. Sie sehen schon, heute in einer neuen Umgebung. Heute habe ich gewählt das Kulturhaus in Gotha, das ja leider auch Corona-bedingt seit Mitte März leer steht. Aber es ist wunderbar geeignet, um es heute mit einem Geist zu erfüllen, mit dem Geist Ludwig van Beethovens. Ludwig van Beethoven hat in diesem Jahr Geburtstag, seinen 250. und leider auch da durch die Corona-Krise bedingt, kommt er etwas zu kurz. Das werde ich heute versuchen, etwas für Sie aufzufangen. Ludwig van Beethoven wurde 1770 geboren am 17. Dezember. Seine Mutter Maria Magdalena van Beethoven und sein Vater Johann van Beethoven. Er hatte eine nicht sehr einfache Kindheit in Bonn. Der Vater war ein sehr starker Choleriker und leider auch ein sehr starker Alkoholiker. Seine Mutter hat versucht, alles aufzufangen, alles abzufedern, ist aber leider sehr früh verstorben, 1787. Und so war Beethoven auf sich alleine gestellt. Er hatte ein paar jüngere Brüder und wurde über Nacht sozusagen erwachsen. Er musste sich nämlich um die Familie kümmern. Sein Vater hatte den Plan, ihn zu einem Wunderkind werden zu lassen. Warum? Er war Tenor und er war Musiklehrer in Bonn. Er war also musikalisch vorgeprägt. Aber die wichtigste Erbanlage, die Beethoven mitbekommen hat, war die von seinem Großvater. Sein Großvater war in der Stadt Mechelen ein großer Kirchenmusiker. Und er hat auch die Kirche bedient und die Kirchenorgel bedient. Und er war so phänomenal und berühmt, dass der Hof in Bonn beschlossen hat, ihn nach Bonn zu holen. Und so kam die Familie van Beethoven, die ursprünglich aus Mechelen stammt. Und heute gibt es noch dort sehr viele Familien und auch im Umland, die van Beethoven heißen, so kam die Familie nach Bonn. Ludwig van Beethoven sollte ein Wunderkind werden. Der Vater hat ihn nachts teilweise aus dem Bett gezerrt, hat ihn mit dem Stock gezüchtigt, wenn Ludwig gesagt hat, ich will jetzt nicht Klavier üben, und hat auf ihn eingeprügelt und hat dann dafür gesorgt, dass er in sehr jungen Jahren erste Konzerte gibt. Er war 8 Jahre alt, als er das erste Konzert dann auch tatsächlich gespielt hat. 1792, da war Ludwig van Beethoven 22 Jahre alt, ist etwas sehr Wichtiges für ihn passiert. Kein geringerer als der damals sehr bekannte Komponist Joseph Haydn hat in Bonn auf der Durchreise von London, wo er sehr oft geweilt hat, da war er noch populärer fast als bei uns in Deutschland und vor allem in Österreich, hat ein Frühstück am Hofe in Bonn stattgefunden zu Ehren von Joseph Haydn. Und bei diesem Frühstück hat man natürlich, man war sehr stolz in Bonn auf den jungen Ludwig van Beethoven, so hat man ihn vorgeführt und er hat Haydn vorgespielt und er hat ihm empfohlen, komm doch zu mir nach Wien und werde mein Schüler. Ich zeige dir, wie das Komponieren geht. Das hat in dieser Form dann auch so ähnlich stattgefunden. Viel entscheidender war aber noch, dass Beethoven nach Wien gereist ist, um Wolfgang Amadeus Mozart vorzuspielen. Das hat auch stattgefunden. Mozart war zu dieser Zeit gerade beschäftigt mit der Komposition seines Don Giovanni, der dann in Prag uraufgeführt wurde. Und in diesem Zeitrahmen war der kleine junge Beethoven bei Mozart und hat ihm vorgespielt. Wichtig zum
Verständnis der damaligen Zeit ist, dass die Improvisation ein großes und wichtiges Mittel war für Pianisten und für Musiker im Allgemeinen, sich beim Publikum vorzustellen und auch sich beliebt und populär zu machen. Beethoven hat eine Improvisation Mozart vorgespielt und Mozart hat gesagt, du bist so gut, das war doch einstudiert. Dann hat der Beethoven gesagt, nein, das war nicht einstudiert, geben Sie mir doch bitte ein anderes Thema und ich werde nochmal darüber improvisieren. Und so hat Mozart ganz spontan, so wie er eben war, ein chromatisches, also ein Halbtonthema erfunden und Beethoven hat improvisiert. Und das hat den damals großen Mozart, das war 3 Jahre übrigens vor Mozarts Tod, 1791 ist Mozart verstorben, also 1788 soll das stattgefunden haben. Mozart hat gesagt, passt mir auf diesen jungen Beethoven auf, aus dem wird noch was ganz Großes. Schlussendlich wurde das Bonn zu klein für Ludwig van Beethoven. Er hatte andere Pläne. Er wollte in die Kulturmetropole schlechthin, das war damals eben Wien. Und so ist er 1792, ein Jahr nachdem Mozart tot war, mit der Erlaubnis des Hofes in Bonn. Er hatte ja schließlich auch seine Brüder und seine Familie zu versorgen. Aber sein Mentor, Herr von Waldstein, hat gesagt, ich kümmere mich drum, geh du nach Wien und schau, dass du deine Karriere vorantreibst. Und das hat er dann auch gemacht, ist 1792 nach Wien übergesiedelt. Haydn hat noch gelebt, Mozart war verstorben und am Horizont erschien schon der Name Franz Schubert. Diese schlussendlich 4 Komponisten, eigentlich lässt man den Schubert immer weg, aber ich zähle ihn sehr gerne dazu, diese 4 Komponisten wurden dann unter dem Namen der Wiener Klassik zusammengefasst. Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert. Interessanterweise ist kein einziger von diesen 4 Herrschaften in Wien geboren, aber man hat sie dann gerne nach Wien einverleibt, wo sie auch schlussendlich gelebt haben und gewirkt haben. Ludwig van Beethoven war ein besonderer Mensch. Er hatte eine schwere Kindheit. Er hat sehr früh seine Mutter verloren und im Alter von 27 Jahren bereits hat er festgestellt, er kann die Menschen, wenn sie mit ihm sprechen, nicht mehr so richtig wahrnehmen. Er hatte vor allem das Geräusch von Meeresrauschen im Kopf und er hatte da im Alter von 27 Jahren den Verdacht, dass mit seinem Gehör etwas nicht stimmt. Und wir wissen ja schlussendlich, dass das auch zur vollkommenen Taubheit geführt hat. Er hat sich 1802 zu Hause hingesetzt und hat aufgrund seiner schweren Krisen ein Testament geschrieben. Wir kennen dieses Testament, was man in seinem Nachlass gefunden hat, als das sogenannte Heiligenstädter Testament. Ich habe das Testament hier selbstverständlich nicht im Original, aber als Faksimile-Nachdruck. Wenn Sie genau hingucken, 3 Seiten in wilder Leidenschaft. Menschen, die das auf sein Schriftbild hin analysieren, stellen fest, dass er sehr große Pausen gemacht hat zwischen den Wörtern und diese großen Pausen stellen wohl dar, dass sich Menschen in einer großen Isolation befinden. Ludwig van Beethoven war einsam. Nun, was tat er gegen diese Einsamkeit? Er war sehr oft sehr leidenschaftlich verliebt. Leider meistens in
verheiratete, höhergestellte Personen. Aber eine Dame, Therese von Brunswick, mit der war er sogar verlobt. Und in dieser Zeit der Verlobung, einer wohlgemerkt heimlichen Verlobung, nur mit der Zustimmung von Beethovens Bruder, in dieser Zeit sind ein paar der berühmtesten Werke entstanden, vielleicht als Improvisationsquelle. Und der Dirigent Carlos Kleiber, ebenfalls eine Legende, er hat herausgefunden und hat darauf immer beharrt, dass in der vierten Sinfonie von Beethoven, im zweiten Satz, dem Adagio, sogar der Name Therese verkomponiert ist. Therese, Therese. Diese Dame hieß allerdings Therese von Brunswick, aber wir nehmen diese Geschichte natürlich gerne zur Kenntnis. Er hat sich dann von Therese getrennt. Es wurde immer komplizierter. Schlussendlich war Beethoven taub. Er konnte sich nicht mehr verständigen und so ist er ihm immer noch eine tiefere Einsamkeit geraten. Diese Einsamkeit, diese Isolation hat auch zu sehr vielen Schrullen geführt, die uns überliefert sind von Ludwig van Beethoven. Körpergröße 1,62 Meter. Zu Beginn schlank, dann immer etwas gedrungen, immer wilde Haare und seit Kindheit eine pockennarbige, aber dunkle Gesichtshaut. Er hat in Wien sehr oft seine Nachbarn vergrault. Die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Es gibt Quellen, die sagen, er sei in Wien 27 Mal umgezogen. Es gibt aber auch Quellen, die sagen, er sei bis zu 70 Mal in Wien umgezogen. Er war sehr empfindlich, das sicherlich auch aufgrund seiner Taubheit, wenn er das Gefühl hatte, er wurde belauscht und da haben sich mehrere Geschichten zugetragen, dann wurde er höchst cholerisch. Er hat dann beispielsweise auch das Essen an die Wand geworfen. In seiner Wohnung, wo ihn Franz Schubert und Brentano und viele andere damalige berühmte und bekannte Persönlichkeiten besucht haben, hat es ausgesehen, heute würde man sagen, er war ein klassischer Messi. Er hatte drei Flügel, drei Konzertflügel, die lagen auf dem Boden ohne Beine. Warum? Weil Beethoven, wenn er diese Flügel dann bearbeitet hatte, hat er wenigstens die Vibrationen gespürt, weil er, wie wir wissen, das ja nicht mehr gehört hat. So hat er das über die Vibration gelöst. Er hat sogar einen Stock in das Klavier reingelegt und hat sich den Stock hier auf den Körper gelegt, um die Vibrationen zu verstärken. Er hat ein Lieblingsessen gehabt, Macaroni mit Parmesankäse. Er hat jeden Morgen sein Frühstück selbst zubereitet. Er liebte den Kaffee. Dieser Kaffee musste aber genau 60 Kaffeebohnen beinhalten. Das hat er jeden Morgen akribisch abgezählt. Er war sowieso geizig. Andere haben gesagt, er lebt in ärmlichen Verhältnissen. Das hat er auch getan. Er hätte aber Geld gehabt. Er hat zum Beispiel sehr erfolgreich auch in Aktien und Pfandbriefe und sowas investiert und hat da ein großes Vermögen angehäuft, neben seinen Kompositionen, die ihm ja dann auch Geld eingebracht haben. Aber er hat immer in diesen ärmlichen Verhältnissen gelebt. Neben den drei Flügeln, die auf dem Bett waren, hatte er einen alten Stuhl. Der Stuhl war komplett zerfetzt, ein kleiner Tisch, da hat er drauf komponiert. Und in der Ecke auf dem Boden ein Strohsack, wo er sommers wie winters mit einer kleinen Decke und einem kleinen Kissen genächtigt hat. Zur damaligen Zeit hatte 200.000 Einwohner und Beethoven war in den Salons unterwegs, er hatte Kontakte, er hat sich dann mit einem Hörrohr bewaffnet, man hat ihn
für seltsam verschroben gehalten. Er hat aber immer auch in seinen Kommunikationsheften geschrieben, ich bin gar kein so seltsamer Zeitgeist. Die Leute denken, ich bin verrückt. Mein Problem ist ja nur, ich habe keinen Kontakt. Ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Er war umringt in den Salons von jungen Damen, die einfach aufgrund seines fabelhaften Klavierspiels und seiner wunderschönen Improvisationen, die er trotz seiner Taubheit weitergeführt hat, sind ihm einfach zu Füßen gelegen. Und er konnte aber mit diesen Menschen und mit diesen Damen keine Interaktion starten. Das führte dazu, dass er sehr viel im Wienerwald spazieren war, immer wild dirigierend vor sich hin, summend vor sich hin, brummend. Einmal hat er die Zeit vergessen und wurde dann in Grinzing, in dieser berühmten Weingegend gesehen, als er in ein Weinlokal von außen reinschauen wollte. Er hat also diese Putzenscheiben ein bisschen freigeruppelt, hat reingeguckt und die Leute drin dachten sich, das ist ein Obdachloser oder vielleicht sogar Krimineller. Und man hat den Beethoven dann arrestiert und der Musikdirektor Herzog, hieß dieser Mensch, den hat er dann herbeigerufen und er hat dann den armen Beethoven wieder aus dem Gefängnis befreit, weil die Polizei ihm nicht geglaubt hat, dass das der berühmte Ludwig van Beethoven ist. Ludwig van Beethoven war leider sehr schwer krank. Er hatte eine Leberzirrhose. Das kam vermutlich auch erblich oder vom Vater vorgelebt bedingt, auch von starkem Alkoholgebrauch. Er hat noch ein paar Kuren am Ende seines Lebens verordnet bekommen und dann haben die Ärzte schlussendlich aufgegeben und haben zu ihm gesagt, Beethoven, genieß dein Leben, iss, was du möchtest, trink, was du möchtest, du bist leider hoffnungslos verloren. Und so starb er dann am 26. März 1827 in Wien. Franz Schubert war kurz vorher, ein paar Stunden vor seinem Tod, noch da und sein Freund Haslinger hat ihm dann schlussendlich die Augen geschlossen. Kommen wir zur Musik Ludwig van Beethovens. Warum ist und war Beethoven so ein großer Mann? Er hat unglaublich viele Dinge verändert. Er war ein Revolutionär. Er war sein ganzes Leben schon ein Revolutionär. Er kam ja aus normalen bürgerlichen Verhältnissen und er hat sein ganzes Leben schon sehr früh als Jugendlicher angeprangert. Warum denn jemand, der als Adliger geboren wurde, mehr wert sein soll als jemand, der bürgerlich oder als Bauer geboren wurde? Das hat Ludwig van Beethoven nie verstanden und das hat ihm sein ganzes Leben lang auch geärgert und er hat sein ganzes Leben für die Freiheit gekämpft. Das merkt man auch in der Musik. Man teilt das Werk Ludwig van Beethovens in drei Phasen ein. Die Phase 1 von 1897, das ist also, wo die ersten wirklich großen, seriösen Werke entstanden sind, bis 1802. Da gehört die erste Sinfonie dazu, 1802 bis 1814. Das ist die sogenannte mittlere Phase. Da sind alle anderen Sinfonien entstanden, mit Ausnahme seiner 9. Sinfonie. Und die 9. Sinfonie, Opus 125, von insgesamt 138 überlieferten Opuszahlen, zur dritten Phase gehört dann seine 9. Sinfonie. Seine erste Sinfonie hat schon für große Aufregung gesorgt. Diese ist 1800 entstanden und wurde aufgeführt in Wien. Und es ist Folgendes passiert, die Damen, damals in einem engen Korsett gekleidet, haben wohl sehr genau zugehört und waren auch sehr gebildet. Und als Beethoven seine erste Sinfonie begann, gab es wohl überraschte Damen, die vor lauter Schreck in Ohnmacht gefallen sind. Warum? Das
Seine erste Sinfonie ist in C-Dur komponiert, sein Opus 21. Und eine Sinfonie in C-Dur beginnt normalerweise auch in C-Dur. Und was macht Beethoven, der Revolutionär, der alles irgendwie neu und kreativ machen wollte? Er beginnt seine Sinfonie und wechselt im ersten Takt bereits nach F-Dur. Mit anderen Worten, in den ersten vier Takten geht er sofort weg von C-Dur und berührt dieses C-Dur erst wieder dann in dem eigentlichen Hauptsatz, in dem Allegro. Das ist revolutionär, das hat so noch nie stattgefunden. Das ist einer der typischen Beethovens. Dann gibt es als ersten Satz in seiner ersten Sinfonie einen relativ konventionellen, nach den Vorbildern von Haydn und Mozart komponierten ersten Satz, ein Allegro. Der zweite Satz ist überschrieben mit Andante cantabile. Und jetzt wieder eine Neuerung. Es geht los mit einer einzigen Stimme und dann noch dazu mit den sonst so selten gehörten zweiten Violinen. Und erst jetzt setzen die Celli, Bratschen und Bässe ein. Eine absolute Neuerung, sowas hat es bis dato auch noch nicht gegeben. Ein sehr gemütlicher Satz, ein Satz, der mich in meiner Orchesterarbeit immer daran erinnert, das ist ein Sonntagmorgen und Beethoven ist gesellig zumute und noch hört er ja auch und er geht auf den Wiener Prater. Es ist ein Spaziergang auf dem Wiener Prater und was er alles erlebt. Eine weitere Neuerung von Ludwig van Beethoven ist der dritte Satz, der bei Haydn und auch bei Mozart noch ein typisches Menuett ist. Ein Menuett ist ein höfischer Tanz, der kommt aber aus dem ländlichen Raum, erstmal von einem Ländler. Und er ist ein höfischer Tanz mit vielen Verbeugungen in einem Dreivierteltakt. Bei Haydn aus seiner Sinfonie Nummer 100, das ist die sogenannte Militärsinfonie, 1794 entstanden, gibt es ein klassisches Menuett, das klingt so. Das ist eine Hofmusik. Der ganze Hof kann dazu tanzen, jeder konnte das Menuett tanzen. Das Menuett ist ein Tanz, der sehr stark in Formationen ausgeführt wird und man begegnet sich und man verbeugt sich und man ist sehr höflich. Und was macht jetzt Beethoven mit diesem Menuett? Er krempelt das Menuett um und er macht aus diesem Menuett ein Scherzo. Und zwar ist der Dreiertakt zwar erhalten geblieben, aber es ist sozusagen ein Turbo-Menuett. Im Tempo von Haydn würde das so klingen. Aber das wäre nicht Beethoven. Und das findet jetzt mit dieser Tonleiter im doppelten, dreifachen Tempo statt. In der Hoffnung, dass sich die ersten Violinen nicht so verspielen, wie ich das jetzt getan habe. Das ist auch eine Neuerung. Das war für das Publikum hinreißend, aber auch total ungewöhnlich. Man musste sich da erstmal daran gewöhnen. Das Publikum war auch entsprechend gebildet. Die wussten, was in einer Sinfonie vorkommt. Und diese Tonleiter, ist die Substanz für den vierten Satz der ersten Sinfonie. Am Ende des Scherzos kommt ein Schlag im Orchester. Und aus diesem Schlag entsteht wieder diese Tonleiter. Und sie weiß nicht, wo es hingeht.
jetzt geht der letzte Satz los. Und was macht Beethoven? Diese Tonleiter ist eine Ehre, die er erweist, sowohl an Mozart als auch die Komponisten der Vorklassik, also das sind die Inspiratoren, von denen Mozart profitiert hat. Das ist beispielsweise die sogenannte Mannheimer Schule mit den Gebrüdern Stammitz als Komponisten. Und die haben eines erfunden, was sie quasi aus der Barockzeit mit hier rüber gerettet haben, unter der Affektenlehre. Das ist die sogenannte, das habe nicht ich erfunden, die Mannheimer Rakete. Eine Tonleiter, die nach oben schießt. Mozart liebte dieses Stilmittel. Überall in seinen Werken wimmelt es, auch in der Zauberflöte immer noch, wimmelt es von Mannheimer Raketen. Und Beethoven verwendet das als Schlussthema, also als viertes Satzthema für seine erste Sinfonie. Das war Innovation pur. Und das hat sich dann immer so weiter fortgesetzt. Das ist der Beginn der dritten Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Das ist die sogenannte Eroica Opus 55. Beethoven hat das entworfen in den Jahren 1803. Er war so gefesselt von Napoleon. Er hatte die große Hoffnung, dass Napoleon der große Freiheitskämpfer ist, für den Beethoven ihn gehalten hat, dass jetzt endlich diese Stände und diese Standesgeschichte, die Beethoven ja immer geärgert hat, aufgehoben wird, dass er da einen Verbündeten in Napoleon gefunden hat. Er hat diese Symphonie entworfen, ein großartiges Meisterwerk, und hat dann aber festgestellt, dass Napoleon sich hat zum Kaiser krönen lassen. Und das war für Beethoven eine Riesenenttäuschung. Und er hat wohl gesagt, oje, auch noch der. Aber die Eroica-Sinfonie, sie ist uns wegen seiner Machart natürlich ganz besonders ans Herz gewachsen. Warum? Der erste Satz, er hat allein schon eine Neuerung, wieder eine Innovation. Er hat allein 5 Themen in einem Satz. Nur zum Verständnis, 2 Themen für den ersten Satz einer Sinfonie wären völlig ausreichend. Was macht Beethoven? Er hat 5 verschiedene Themen. Am Ende des ersten Satzes kommt noch ein 5. Thema. Das heißt, das Publikum ist fast schon ein bisschen überfordert mit dieser Fülle an Material. Und als Beethoven verstorben war, hat man seinen Nachlass erstmal durchforstet. Das war alles, wie ich Ihnen schon beschrieben habe, in seiner Bude auf dem Boden verteilt, ein Riesenchaos. Tausende von Notizen und Papieren, und ein Verleger der damaligen Zeit hat gesagt, wir haben so viel Material gefunden, Beethoven hätte locker noch 50 weitere Sinfonien komponieren können. Er hat aber um jede einzelne Sinfonie gerungen. Er hat das nicht wie Mozart einfach so, wie man sagt, aus dem Ärmel geschüttelt. Mozart war wohl ein Medium, was empfangen hat. Er war nur der Körper, und dann ist es durch ihn hindurchgeflossen und kam raus, und dann hat er das hingeschrieben, hat sich kaum korrigiert. Beethovens Notizblöcke sind Blutschlachten. Er kämpft um jeden Takt. Er hat durchgestrichen, er hat gelitten, er hat revidiert, er hat es wieder neu zusammengesetzt, er hat die Teile ausgetauscht, und so sind seine Sinfonien entstanden. Der erste Satz, wie gesagt, ein großartiges Beispiel für die Verwendung von Themen im Sonatenhauptsatz. Zum Beispiel, wenn dann das Hauptthema wiederkommt am Ende des ersten Satzes, gibt es eine Stelle, die beweist, dass Beethoven auch Humor hatte. Der Humor in seiner Musik ist kaum vorhanden. Aber im ersten Satz der so tragischen Eroica gibt es eine Stelle, und zwar hat er einen Einsatz der Hörner, erstes und zweites Horn, so komponiert, dass man das Gefühl hat, die setzen falsch ein. Und aufgrund dessen brüllt das ganze Orchester
einen einzigen Takt und dann, also das ist das zweite Horn, ein Fehleinsatz, ein verkomponierter Fehleinsatz, also ein Witz bei Beethoven. Und dann kommt wieder der Hauptsatz. Wichtig für die Eroica ist der dritte Satz. Das ist nämlich wieder ein Scherzo. Inzwischen hat er das Menuett zu diesem Turbo-Menuett so ausgebaut, dass man große Mühe hat, durch rhythmische Verschiebungen, durch metrische Verschiebungen, dem Ganzen überhaupt noch mit dem Gehör Folge zu leisten. Und der zentrale Punkt ist der zweite Satz. Jetzt wird Beethoven inhaltlich. Er komponiert nicht absolute Musik, wie man sagt, also Musik, die auf keinen scheinbaren offiziellen Inhalt zurückzuführen ist, sondern nur Töne, die Musik bilden. Jetzt fängt er an, Musik zu bezeichnen, Marcia Funebre, also einen Trauermarsch. Eine Musik, die der Wiener Klassik wirklich weit, weit entwachsen ist. Und so mündet diese Symphonie in den vierten Satz. Der vierte Satz verbindet moderne Formen. Es ist ein Rondo. Ein Rondo ist eine Form, wo verschiedene Abschnitte immer wieder durch das wiederkehrende Hauptmotiv unterbrochen werden. Und dieses Rondo verbindet er mit Techniken, teils von Johann Sebastian Bach, den er sehr genau studiert hat als Kind und als Jugendlicher. Da hat ihn sein Lehrer Neefe, hieß der Mann, darauf gebracht. Er hat gesagt, lerne mir die Werke von Bach, da verstehst du, wie man komponiert. Das wohltemperierte Klavier kannte Beethoven in- und auswendig. Und es gibt eine kompositorische Formreminiszenz an Johann Sebastian Bach. Das ist die dritte Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Und ich könnte jetzt immer weiter erzählen. Jede Sinfonie birgt große Überraschungen, Geheimnisse, aber auch Innovationen. Wie gesagt, bis dahin noch nicht da gewesen. Ich habe alle meine Beethoven-Sinfonien-Partituren mitgebracht. Aber ich könnte nicht nur über die Sinfonien sprechen. Ich müsste auch über seine 32 Klaviersonaten sprechen, die große Sinfonien sind für die Pianisten mit unglaublichen Kreationen, die bis in den Wahnsinn, bis in die größte Exzentrik, bis aber auch in die größte Zumutbarkeit für die damaligen Instrumente führen. Ich müsste sprechen über die Streichquartette. Aus allen drei Kompositionsphasen, also frühe, mittlere und späte Phase, gibt es Serien von Streichquartetten, die allein für sich betrachtet eine unglaubliche Entwicklung darstellen von den noch Haydn und der frühen Klassik zugewandten frühen Streichquartette bis zu den mittleren Streichquartetten, bis zu den nach der 9. Sinfonie entstandenen Streichquartette, die das Opus 131 zum Beispiel tragen. Da gibt es riesige Fugen, da gibt es Stellen, die sind mit bloßem Ohr nicht mehr nachvollziehbar. Auch das eine unglaubliche Kreation. Das lohnt sich auch, diese Streichquartette mal näher zu beleuchten. Er hat natürlich seine 5. Sinfonie geschrieben, die aus 4 Tönen besteht. Er hat seine 6. Sinfonie geschrieben, das ist die sogenannte Pastorale, eine Naturidylle, reine Programmmusik. Auch das wiederum sehr modern. Programmmusik heißt, ich habe einen Inhalt, er hat ein Szenarium an einem Bach, er hat auch ein Gewitter vertont, wo man wirklich das Rauschen hört, vielleicht sogar das Rauschen in seinem Kopf, aber ganz eindeutig auch nachvollziehbar das Gewitter, was er sicherlich in Wien und im Wienerwald auch sehr oft erlebt hat. Er hat die 7. Sinfonie geschrieben, wo entweder Robert Schumann oder Richard Wagner behauptet haben, das sei eine Apotheose des Tanzes. Das heißt, das ist Rhythmus pur in einer Dur-Tonart, A-Dur, nämlich eine sehr helle Symphonie. Dann
kommt er auf die 8. Sinfonie. Eine Sinfonie, wo man das Gefühl hat, er nimmt sich noch mal ein bisschen zurück, er bündelt seine Kräfte, er erholt sich, weil schlussendlich mündet dann alles in seinem Opus Maximum der 9. Sinfonie. In der 9. Sinfonie kann er endlich das machen, was er seit Kindheit schon machen möchte, nämlich die Freiheitshymne Friedrich Schillers, die Ode an die Freude, zu vertonen. Diese Melodie kennt jeder auf der Welt. Diese Melodie ist aber auch im Weltraum bekannt, weil diese Melodie als Schallplatte in einer Sonde in den Weltraum geschickt wurde. Und sollten Außerirdische diese Sonde irgendwann finden, werden sie auch unseren geliebten Ludwig van Beethoven hören und seine 9. Sinfonie. Und so, sehr geehrte Damen und Herren, beende ich das heutige Thema Happy Birthday, Ludwig van Beethoven. Es gibt unzählige Bücher, es gibt viele Filme, unter anderem zum Beispiel von Uwe Ochsenknecht, wo er den Beethoven spielt. Es gibt alte Filme, es gibt moderne Filme, es gibt Theaterstücke, es gibt Romane, es gibt seine Musik. Seine Musik wird zum Beispiel auch, was ich jetzt gefunden habe, von E-Gitarristen gespielt, die sich über die Mondscheinsonate hermachen. Und das auf offener Bühne, als Ehrerbietung an Ludwig van Beethoven spielen. Er war sicherlich einer der Größten, einer der Wichtigsten, einer der Innovativsten. Er war ein Scharnier zwischen der Barockmusik, der frühen Klassik und der Romantik. Er hat also eigentlich alle diese Stile schon mit sich vereint. Er war unglaublich modern und er war eine sehr traurige, aber faszinierende Persönlichkeit und für mich immer faszinierend. Ich habe ihn oft dirigiert. Sie sehen das auch am Zustand meiner Partituren, aber es hört nie auf. Die Entdeckungsreise geht immer weiter und ich wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag.